Selbst wenn ich bei den Freundaktionen gegangen habe, kommt er vor mir heute mal ein. Und jetzt kann ich endlich sagen, Black Ops 3 Live Commentary und das Spiel an sich. Zum Spiel an sich möchte ich lieber nichts sagen, weil ich habe letztes Mal auch schon gesagt, die Albums drauf ist ein richtig gutes Spiel, wo es rausgekommen ist. Oh mein Gott, und ich habe mich da ein bisschen geirrt. Also, ich sage jetzt nichts. Ich sage nur, das Spiel ist gut. Punkt aus. Jetzt kommt nicht weiter in Details rein. Ja, ich spiele mit der ARK 7, genau so heißt sie. Und das Game. Okay, bockt auf jeden Fall. Ich habe jetzt im vorherigen Game auch schon diese Map gespielt und Combine heißt die übrigens. Und auf dem PC sind gerade die richtig, richtig guten Spieler online, finde ich jedenfalls. Und das Waffenfeeling ist genauso wie in Black Ops 1, das fällt mir auch unbedingt so auf. Also das ist einfach wieder mal was ich liebe. Weil Black Ops 1 Waffenfeeling war einfach so gut. Und übrigens die Waffen mit dem Schalldämpfer, die hören sich so geil an. Also nicht so wie ein Ghost, wo alle irgendwie gleich... Wie sich alle irgendwie gleich anhören. Nein. Gott sei Dank nicht. Hört sich jeder anders an. Und jeder einfach richtig geil. So. Ich habe Drohne, Hellstorm und das ist ein Talon oder Talon mit. Keine Ahnung, was es ist. Sind einfach die Standard-Streak-Serie. Streak-Serien, ja genau. Nein, Killstreaks. Ja, und mein E muss ich auf jeden Fall noch trainieren. Wie gesagt, das Waffenfeeling ist komplett anders wie in Black Ops 2, finde ich. Dafür gleich wie in Black Ops 1. In Black Ops 1 habe ich ja geliebt früher. Also, das heißt früher. Das war das zweite COD, glaube ich, was ich mir gekauft habe, nach Black Ops 2. Weil ich einfach mal die Black Ops Serie durchspielen wollte. Und Black Ops 1 hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Das Spiel hier spielt auf nicht so richtigem Zukunftsniveau, finde ich jedenfalls. Also manchmal so das Feeling wie in Advanced Warfare, dass du komplett in der Zukunft bist. Übrigens, das ist hier der Bogen. Okay, jetzt bin ich alle gestorben, aber das ist der Sperber. Ja, das ist wirklich so und das ist einfach ein Bogen, mit dem macht es richtig, richtig Spaß zu spielen. Also du musst einfach so präzise sein, aber wenn du mal einen triffst, dann macht es richtig, richtig Spaß. Und da müsst ihr den immer wieder haben. Der kommt, glaube ich, alle paar Kills oder alle paar Minuten, ich weiß gar nicht. Alle 1-2 Minuten ist er vielleicht da. Oder alle paar Kills. Ist natürlich so eine Spezialfähigkeit, gibt es auch mehrere. Man hat jetzt vorhin gesehen, dass jemand auf den Boden gejumpt ist mit diesen Stäben, keine Ahnung wie die heißen. Und die sind einfach so, dass man auf den Boden jumpt und alles rund um und herum wird in eine Schockwelle versetzt. Macht auch ziemlich guten Damage. Und ich möchte euch mal eine andere Waffe zeigen, nämlich die Kuba. Die ist wirklich so. Und ich hoffe, dass es sich doch noch in diesem Game ausgeht. Das Panic-Kneifen geht jetzt auch nicht mehr. Das finde ich richtig gut, weil du kannst nur mit der Waffe schlagen, wie man hier gerade gesehen hat. Und wenn du einmal schlagst, dann hat er ungefähr die Hälfte vom Leben weg. Und du musst einfach zweimal schlagen, um ihn zu töten. Außer er ist vorhin verwundet, dann kannst du ihn schon mit One-Shot killen. Oder mit einem Waffenschlag. Dem Schaft hier. So. Das ist die Kuba. Übrigens an der Wand rennen, das hier ist auch richtig gut gemacht, finde ich. Macht auch richtig Spaß. Ups. Ja, genau das. Du wirst halt ziemlich oft von der Wand gestoßen, wenn einer zum Beispiel mit dir raufjumpt, so wie in diesem Fall. Es ist mir schon öfters passiert, dass wir beide einfach runtergeflogen sind und wir haben dann... hat sich dann im Chat kaputt gelacht. Und das war jetzt gerade der Sperber, man sieht es hier. Also macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und das hier ist übrigens eine coole Animation. Deshalb ist es, glaube ich, auch ab 18. Aber... Okay, wenn Sie meinen. So, habe ich. Und jetzt nochmal den Sperber. Vielleicht kann ich nochmal ein bisschen mit dem was reißen. Ja, schade, der ist schon tot. So, noch wer? Da vorne sind welche. Ach komm. Dieses Laser-Blitz-Dings da, kenne ich auch diese. Ey, die sind alle schon geblitzt, was soll denn das? So, den jag ich jetzt nach. Nein. Ja, habe ich leider nichts getroffen jetzt mit dem Sperber. Ansonsten treffe ich ziemlich viele und ziemlich mehr. Das war's in diesem ersten Live-Commentary. Habt euch jetzt das erste Mal gesehen, wie das Spiel aussieht. Ich habe FOV auf 90, deshalb wundert euch nicht, dass die Waffen so weit weg sind.
Sei es auf der PS3 oder PS4. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, mehr Black Ops 3 Live-Commentaries, dann lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video. Ich verabschiede mich und ciao.